Eine Bilderbuchkarriere im Rennwagen. Seit seinem Ausstieg aus der Formel 1 stellt sich Nico Rosberg neuen Herausforderungen. Nur der Ex-Weltmeister zu sein, reicht ihm nicht. Ich bin immer ein Kämpfer, werde immer ein Kämpfer sein. Später werde ich Formel 1 fahren und versuchen, Weltmeister zu werden. Ich bin nie diese Person gewesen, die großes Selbstvertrauen hat. Der zweite Platz, das fühlt sich in dem Moment an, als wenn man der komplette Loser ist. Ich bin sehr konservativ und sehr sparsam. Da will natürlich jeder ran an das Geld und deswegen kommen Anfragen rein jeden Tag. Ich bin das Gegenteil von einem Bühnenmensch. Formel 1 war nie mein Endpunkt. Sich neu zu erfinden ist sehr, sehr schwierig. Ich bin mal live auf Spiegel TV. Da habe ich keine Kontrolle mehr. Nee, das ist kein gutes Gefühl. Jetzt habe ich keine Batterie mehr. Die Chancen für ein Selfie mit Formel-1-Weltmeister stehen am Hafen von Monaco nicht schlecht. Der Rhythmus seines Lebens ist heute ein anderer, aber manches ändert sich nie. Nico Rosberg wird erkannt oder man kennt sich. Grazie. Gerade hier in Monaco, das ist auch voll easy going. Also vorgestern war ich bei einem Konzert bei Ed Sheeran und da ist dann schon ein bisschen schwierig, weil wenn man dann auf der Tribüne sitzt, dann kommt einer, dann kommen zwei, dann kommen 10, 15 und das ist dann schon ein bisschen komisch, weil irgendwann ist es gar nicht mehr, sondern einfach Leute kommen, weil so viele andere Leute da sind. Also es macht dann, ist ja völlig egal irgendwann, wer da überhaupt sitzt, sondern da sind viele Leute, da müssen wir auch noch hingehen. Und das ist dann, ja, natürlich gibt es dann Situationen, wo es halt nicht ideal ist. Jetzt geht's auf die letzte Reise, die letzten 5 Runden, Nico Rosberg. Sein Abschied vom Rennzirkus ist jetzt 3 Jahre her. Seitdem versucht er sich neu zu erfinden. In Sindelfingen dreht Nico Rosberg als Weltmeister die letzten Runden in seinem Dienstwagen. Der ewig Zweite bleibt am Ende als Gewinner in Erinnerung. Der Champion, der 206 Rennen in der Formel 1 gefahren hat. Einmal noch mit dem WM-Pokal und Helm auf dem siegreichen Auto. Das ist das Auto, das Konstrukteursweltmeister wurde. Und das ist der Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg. Die letzten Meter von Nico Rosberg. Mit einem riesengroßen Applaus begrüßen wir ihn hier oben auf der Bühne. Das trägt mich immer noch. Meine letzte Erinnerung sind auf dem Mount Everest gefühlt, in der Formel-1-Welt. Mit besser kann es nicht laufen. Alles erreicht, was ich erreichen wollte. Einer der besten Fahrer aller Zeiten im gleichen Auto geschlagen. Oder den besten Fahrer oder den zweitbesten Fahrer. Also einer der 2 besten Fahrer aller Zeiten im gleichen Auto. Weggeputzt, gebügelt. in der letzten Kurve das Ding entschieden, gefühlt. Geht nicht besser. Im Silberpfeil, als Deutscher. Wahnsinn. Ein Leben für den Rennsport. Jahrelang fährt er seinem großen Ziel hinterher. 23 Grand Prix-Siege. So viel hat kein anderer Pilot vor ihm gebraucht, um am Ende ganz oben zu stehen. 2016 wird Nico Rosberg Weltmeister. Der letzte Lauf der Saison. Sein Schicksalsrennen. Das letzte Rennen in Abu Dhabi 2016 war mit das intensivste Erlebnis meines Lebens. 20 Jahre lang habe ich davon geträumt, Weltmeister zu werden und jetzt war der Moment gekommen, wo es möglich war. Und in dem Rennen selbst ging es hin und her. Einmal war ich es, einmal war ich es wieder nicht, dann war ich es wieder, dann war ich es wieder nicht. Oh Mann, das war so auf Messerschneide die ganze Zeit. Und das bis zur letzten Kurve wirklich. Weil Lewis war vor mir, der hat mich geblockt, die anderen 2 Verrückten hinter mir, nett gesagt. Und wenn die vorbeikommen, ist der Titel futsch. Und ich wusste nicht, wie weit wird der Lewis das treiben? Wird der komplett einfach in die Eisen steigen und mich reinfahren lassen oder mich raushauen aus der Strecke, dass alle vorbeikommen? Keine Ahnung. Also bis zur letzten Kurve war ich mir unsicher, aber dann bei der letzten Kurve raus, da wusste ich, okay, jetzt ist es geschafft. Und das war erstmal eine unglaubliche Erleichterung in dem Moment. Also da kam noch keine Freude, das war erstmal so, wow, oh, zum Glück. Und dann mit der Zeit kommt dann mehr und mehr Freude und dann kommt meine Frau, Vivian, die hat dann im Radio gesagt, Mucki, du hast geschafft. Und das war dann auch der große Moment für mich, wo es dann explosionsmäßig mit den Emotionen und mit der Freude losging. Und
Über die Ziellinie habe ich aber auch schon entschieden, das war's. Monaco, seine Heimat. Die Millionärsrate ist hoch, die Steuern niedrig und die Rennstrecke legendär. Das Fürstentum ohne die Formel 1 undenkbar. Der Prinz und der Rennfahrer kennen sich seit Jahren. Und man sieht die überhaupt nie. Obwohl doch die Prinzessin jetzt manchmal schon, denn die hat auch Kinder genau in unserem Alter. Und somit sind wir dann manchmal da im gleichen Platz unterwegs, wenn die jetzt Spielplatz und so weiter. Da trifft man sich dann zweimal im Jahr, aber sonst sehr selten. Unser Prinz ist echt sehr, sehr sympathisch, spricht ja sogar Deutsch. Und was voll überraschend ist. Und ich habe jetzt ab und zu mit ihm zu tun, auch gerade für den guten Zweck sehr oft, weil er auch sehr für unseren Planeten kämpft. Und da schneiden uns jetzt unsere Wege jetzt gerade so öfters. Gerade war ich jetzt auch bei seinem Energie-Meeting für Monaco, also wie die schaffen wollen, Monaco grüner zu machen als Stadt. Und das war auch ganz interessant dann. Da bin ich jetzt rein gewählt worden ins Komitee. War ich jetzt echt noch ein bisschen aus meiner Komfortzone und nicht ein bisschen fehl am Platz teilweise bei den Experten dafür, aber trotzdem war es interessant und ich kann natürlich schon eine ganz andere Ansichtsweise nochmal reinbringen. Also war ganz interessant und somit sehen wir uns jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfter. Auch um gemeinsam Auto zu fahren. Ready to drive? Are you ready, Your Highness? Yes, sir. Yeah, 3, 2, 1, let's go. We're good. Okay, here we go. Yes, I'm just kidding. Pilot und Prinz im Elektrorennwagen durch den Zwergstaat. Nachhaltigkeit liegt Rosberg am Herzen. Global und lokal. Eines der größten Probleme ist Plastik sogar. Plastik ist ein enormer, ich glaube sogar CO2-Ausstoßer jetzt hier in Monaco gerade, also Plastikmüll. Und das ist ein ganz großer Hebel, den man eigentlich sehr schnell auch umhauen könnte, aber schwierig. Dann was sind die anderen? Ja, ist natürlich die Strombeförderung. Ne? Die ist klar, dass die ist bei weitem noch nicht grün. Und das ist halt ein großes Thema. Und dann, also ich glaube, das sind so die zwei größten. Wir haben aber viel Energie hier von Meereswärme, nimmt Monaco. Monaco ist echt ein Pionier dafür. Und das machen die ganz toll, aber das muss man halt auch noch ausbauen jetzt. Aber das ist auch eine ganz interessante Geschichte, was sie da energiemäßig schon seit vielen, vielen Jahren, also schon über 50 Jahre machen. Die fürstliche Betonwüste ist sein Zuhause. Hier wächst er auf. Sorglos, wohlhabend und auf der sonnigen Seite des Lebens beginnt zwischen den Hochhäusern am Hang eine Weltkarriere, die vorhersehbar ist. 1985 wird er in Wiesbaden geboren. Seine Mutter Sina ist Deutsche. Der Vater Keke Rosberg, der Formel-1-Weltmeister. Die deutsch-finnische Kleinfamilie pendelt zwischen Monte Carlo und Ibiza. Diese Aufnahmen entstehen im Sommer 1992 auf der Baleareninsel. Auf Ibiza, ja, da war so eine Kartbar in der Nähe von uns zu Hause. Und mein Vater ist da immer hingegangen mit seinen Kumpels. Und die sind dann da gefahren und ich durfte mal mitgehen und zuschauen. Und so hat sich das dann ergeben, weil ich sowieso die ganze Zeit da war und dann das ganz faszinierend fand. Kam das dann irgendwo, dass ich auch mal probieren will, ist klar. Das sind ganz schöne Erinnerungen und das sind die Anfänge, das sind die ersten Runden. Und mein Vater ist da mit der Stoppuhr und so und das ist halt Emotion, weil das ist so Tag 1. Bleibst du nur stehen, irgendwo draußen, weißt du? Dann muss ich dich abholen. Du hast dich fast gedreht da hinten, ne? Letzte Runde. Dann hat mir das sehr viel Spaß gemacht und so ist es. Aber da ist ja kein Gedanke an irgendwie eine Karriere oder irgendwie dann Formel-1-Fahrer. Das ist einfach ein bisschen Spaß haben im Kreisfahren und ein bisschen Wettkampf, dass man da versucht, immer schneller zu werden. Und das war's. Für meine Mutter war das bestimmt sehr, sehr schwer, weil die ist aufgewachsen mit der Formel 1 in der Zeit, wo mein Vater gefahren ist. Und da ist jedes Jahr sind 2 von 20 Fahrern gestorben. Also 10% war die Chance, dass du das Jahr nicht überlebst. Damals.
Und da in dieser Zeit ist meine Mutter da reingekommen. Und das ist natürlich heftig. Das ist so heftig, was du da für Angst haben musst. Und dein Ehemann, schlimm, echt schlimm. Und jedes Jahr siehst du die, siehst du ein, zwei Fahrer, die da sterben. Und dann, dass dann dein Sohn auf einmal das Gleiche machen will. Das ist natürlich voll heftig. Und die hat nie ein einziges Rennen von mir gesehen. In meiner 20-jährigen Laufbahn. Nicht ein Rennen hat sie gesehen. Ist dann immer staubsaugen gegangen zu Hause, um sich abzulenken. Und deswegen habe ich auch dann, als ich entschieden habe, ich höre auf, war so die erste SMS, war dann an meine Mutter. Und dann habe ich geschrieben, Mama, es ist vorbei, du brauchst dir nie mehr Sorgen machen. In den 90er Jahren besucht Nico Rosberg die internationale Schule in Monaco. Der Unterricht ist zweisprachig. Mit 16 hat er das Abitur in der Tasche. Meine Mutter hat mich dann immer zur Schule gefahren, jeden Morgen durch den Tunnel, wo ich dann später mit 320 km/h mit Formel-1-Auto unterwegs war. Und meine Schule ist direkt oberhalb dem Formel-1-Fahrerlager. Also ich konnte dann jedes Jahr, als Michael Schumacher da unten mit seinem Ferrari war und die Mechaniker dran gearbeitet haben, saß ich in der Mathe-Klasse und konnte runtergucken. Und das waren natürlich auch dann so Momente und Inspirationen, wo, wow, das ist schon stark gewesen. Und da war ich ja auch schon selber Go-Kart-Fahrer. Aber das war ja niemals in irgendeiner Form realistisch, dass ich selber irgendwann mal Formel-1-Fahrer werden kann, weil die sahen ja außerirdisch aus, die Formel-1-Fahrer. Das kann ich ja selber nicht. Die Karriere beginnt auch bei Rosberg ganz klassisch im Kart. Ende der 90er nimmt er erfolgreich an ersten Rennserien teil. Den Sport und die Schule unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach. Ja, wenn man so einen Spitzensport macht, schon als Jugendlicher, das bringt schon viele Kompromisse auch mit sich. Also sehr, sehr oft sind dann meine Freunde sind dann auf Klassenfahrt gegangen, so am Anfang des Schuljahres, neue Kinder dabei und so, und haben dann alle einen riesen Spaß gehabt in den Bergen, 3 Tage im Fahrrad und haben sich kennengelernt und sind so zusammengewachsen. Und ich war dann beim Go-Kart-Fahren und habe das komplett verpasst. Und das sind dann so Beispiele, wo es halt manchmal dann schwierig war, weil dann komme ich zurück und bin halt der Außenseiter dann auch in der Schule. In der ruhigen Gegend von Monaco, direkt am kleinen Yachthafen, liegt die Kommandozentrale seines Unternehmens. Das Rosberg Family Office ist eine Mischung aus Organisationsbüro und Werbeagentur mit angeschlossener Videoproduktion. Von hier aus steuert der Formel-1-Weltmeister seine zweite Karriere. Als Investor, Kartteam-Boss, Podcaster, Autotester, Moderator und YouTuber. Ja, wie soll sowas dann aussehen? Genau, also auf so einer zweidimensionalen quasi. Und dann hast du einen Zeitstrahl voraus, ne? Genau, mit der Zeit. Ne? Genau. Cool. Hier wird der Kern der Marke Rosberg gepflegt. Cross-medial. Ja, das ist jetzt so für den nächsten Werdegang jetzt gerade. Und da sind halt so viele Bereiche, weil das geht von Social Media. Und gerade auch Social Media ist ein Riesenaufwand. Weil da sind schon allein 5 oder 6 verschiedene Kanäle. Und jeder Kanal ist anders. Es geht von YouTube zu Facebook, zu Twitter, zu Instagram. Instagram selbst hat 2 verschiedene. Dann rüber zu Podcasting, auch Social Media kann man das nennen, oder unbedingt, ja. Und dann bis hin zu, jetzt fehlt mir noch eins, LinkedIn. Bis hin zu LinkedIn. Also das sind echt 6 verschiedene Kanäle. Und die richtig zu bespielen, da ist dann Mr. Hollywood gefragt. Allein auf YouTube folgen mehr als 600.000 User seinem Videoblog. Hey, herzlich willkommen. Welcome to the vlog here from Ibiza. Today is going to be a really, really cool day. Welcome to Vivi's Creamery then. Vivian is not wasting any time. Here I am driving in this really legendary old Mustang convertible. Regelmäßig liefert er seinen Abonnenten neuen Content. Nah dran, immer smart und allzeit gut gelaunt, lässt er die Zuschauer an seinem Lifestyle teilhaben. We have a new racing superstar down here. What are Alaya? She wanted to be in the vlog. Autos und Motoren laufen am besten. My arm is dying now from this heavy camera. Er testet neue und alte Autos, polarisiert als Rennsportexperte und zeigt seinen Abonnenten, wie die schöne neue Rosberg-Welt aussieht. Am Ende zählt dabei nur eins, die Klickzahlen. Der Tag ist zu Ende, es ist dunkel draußen, wir haben jetzt echt Vollgas gegeben hier heute. Thanks so much for following so far. Please hit the like button if you like the vlog so far. Also tschüss, bis zum nächsten Vlog. Ich ärgere mich dann schon, besonders wenn ich weiß, dass das Video eigentlich ganz schön ist, aber wir haben es halt nicht geschafft, durch Algorithmus oder durch irgendwas, das rüberzubringen zu den Zuschauern. Und das ist dann schon ärgerlich, weil man hat da so viel Mühe gegeben
Wir hatten auch ein paar Beispiele dann, wo dann in Anführungsstrichen nur 100.000 von euch dann zugeschaut haben. Und teilweise schaffen wir es aber sehr oft auch über die Millionen dann. Das sind halt dann Riesenunterschiede. Und das ist dann schon schade, wenn ein Video genauso gut ist und nur 100.000 sehen das. Und dann auch so schwierig manchmal zu verstehen, weil YouTube, die ganzen Algorithmen, habt ihr bei euch nicht so sehr, oder? Da muss man immer erstmal, das ist nicht so einfach zu verstehen, wie die das da immer aufbauen. Seit 16 Jahren ist Nico Rosberg mit seiner Jugendliebe Vivian liiert. In seinen Videos ist die Tochter eines Hamburger Unternehmers nur selten dabei, gibt kaum Interviews und bleibt lieber im Hintergrund. Beide kennen sich seit ihrer Kindheit und führen eine auffällig unauffällige Beziehung. Ohne Skandale. Ein Rätsel. Das können andere nicht verstehen, glaube ich. Was hat sie denn gesagt? Hat sie positiv über mich gesprochen? Oder hat sie kritisiert? Bei ihm hat es schon gefunkt, da waren wir 8. Da waren wir abends in einem Restaurant mit unseren Eltern und da hat er gesagt, dass sich das erste Mal so in mich verliebt hat. Große Liebe gefunden, ne? So früh dann schon. Und dann haben wir uns 10 Jahre nicht gesehen und dann mit 18 wieder und seit dem Tag sind wir eigentlich zusammen. Da ging sie noch zur Schule, hat Schulaufgaben machen müssen und haben uns auch nie gesehen, weil sie war in Hamburg in der Schule, ich war hier in Monaco und bin Autorennen gefahren. Als wir uns kennengelernt hatten, wusste ich auch ehrlich gesagt überhaupt nichts über Formel 1 und über den ganzen Rennsport. Diese Lebenswege, dann Uni in Mailand ist sie gegangen und ich. Und dann ich auf einmal mein eigenes Geld verdiene, schon sehr früh. Und wir können in unsere eigene Wohnung ziehen. Und dann der nächste Schritt, auf einmal Welterfolg im Sport. Er selber hat sich nicht viel verändert durch den Erfolg. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und dann Weltmeisterschaft und Rücktritt und Kinder und Hochzeit. Und boah, das sind ja Lebenswege, da verändert sich ja immer wieder alles. Wir lieben uns einfach. Ich glaube, wenn man glücklich ist in der Beziehung und den anderen Menschen wirklich liebt, dann hat man gar nicht Versuchung, irgendwie sich anderweitig umzuschauen. Seit 2 Jahren sind Vivian und Nico Rosberg verheiratet und haben 2 gemeinsame Töchter im Alter von 2 und 4 Jahren. Die Kurve kriegen vom Liebes- zum Elternpaar ist auch für einen Formel-1-Weltmeister eine echte Herausforderung. Das Schwierigste war Kinder bekommen. Das ist das mit Abstand, für eine Beziehung, also mit Abstand, also über alle Berge hinweg, das Schwierigste. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. This is actually proper fun. So wunderschön, wie das natürlich ist, das Schönste auf der Welt, aber gleichzeitig kommt dann dieser Stresspegel ins Leben rein. Und der ist immer da, omnipräsent. Vater-Sohn-Gespanne sind in der Formel 1 keine Seltenheit. Wie Graham und Damon Hill schaffte es auch das Rosberg-Duo auf den WM-Pokal. Nach der eigenen Rennkarriere bringt Keke Rosberg die seines Sohnes ins Rollen. Formel BMW, Formel 3. Alles läuft nach Plan, nur eines nervt. Das ist halt auf der einen Seite natürlich toll, weil stolz, was mein Vater gemacht hat und stolz, dass er mir so helfen konnte in meiner Karriere, in meiner Laufbahn. Und auf der anderen Seite ist es aber ein bisschen nervig, weil in jedem Interview in den 20 Jahren ist immer so die erste, zweite, dritte Frage, wie ist es denn, Sohn von einer Legende zu sein? Und so weiter. Ja? Und das ist halt dann immer ein bisschen nervig irgendwann, weil es halt immer so wieder sich wiederholt. Und das ist immer das Gleiche. Und immer das Erste, wofür die Leute sich interessieren bei mir. Mit 20 ist er da angelangt, wo ein berühmter Nachname nicht mehr hilft. In der Königsklasse. Er startet 4 Jahre für den englischen Rennstall Williams, mit dem sein Vater Weltmeister wurde. 2010 kehrt Mercedes als Konstrukteur mit viel Geld und noch mehr Ambitionen in die Formel 1 zurück. Die Schwaben verpflichten den Newcomer Rosberg und stellen ihm einen 7-fachen Weltmeister zur Seite. Michael Schumacher. Es ist das Comeback des Jahres. Doch es dauert 2 weitere Jahre, ehe das Team den ersten Sieg einfährt. Am 15. April 2012 steht Nico Rosberg beim Großen Preis von China zum ersten Mal ganz oben. Die Bilanz für Michael Schumacher nach 3 Jahren: 52 Rennen, kein Sieg, 1 dritter Platz. Ein Totalschaden für sein Image und den Rennstall. Erinnerungen an eine Legende. Der Michael, der ist halt mental ein absoluter Gladiator.
also von morgens bis abends. Und versucht auch den ganzen Tag, es ist ein Kampf auch gegen seinen Teamkollegen dann den ganzen Tag. Das ist einfach in seinem Naturell. Und immer wieder versuchen, den Teamkollegen im Kopf auch zu schwächen und zu verunsichern. Ganz viele kleine Beispiele. Also ich komme dann in die Strecke und manchmal auch so mit ein bisschen Spaßvogel dann verknüpft. Also ich komme an die Strecke morgens und wir haben immer unsere Parkplätze als Fahrer. Und dann steht der Michael auf einmal mittendrin. Also der hat dann seinen Parkplatz genutzt und hat mittig noch über meinen Parkplatz rüber, also über die weiße Linie rüber, sodass ich nirgendwo mehr reinfahren konnte. Und das ist dann morgens, wo ich eigentlich voll konzentriert schon bin, weil ich an die Rennstrecke komme und es ist gleich Rennstart. Und immer wieder solche Beispiele, den ganzen Tag lang. Und da habe ich dann auch oft dann zurückgekämpft. Also ich habe dann mein Auto schön dahinter gepackt und habe dann auch noch meinen Schlüssel verlegt. 2013. Für Mercedes sollen endlich Siege her. Mit dem Abgang von Michael Schumacher wird der Druck auf Nico Rosberg stärker. Natürlich voll motiviert, also 110%, um mit dem Silberpfeil ganz nach vorne zu kommen. Ja, das ist das Ziel für alle von uns im Team und das ist der große Traum. Letztes Jahr haben wir es einmal geschafft und jetzt wollen wir natürlich viel mehr davon. Zu teuer und schlecht für das Image. Die Aktionäre murren. Ein Rückzug des Konzerns aus der Formel 1 steht im Raum. Zwei Österreicher sollen es richten. Niki Lauda und Toto Wolff steigen ein. Mit dem neuen Wagen will Mercedes seinen Stern wieder aufpolieren. Nico Rosberg stellt ihn der YouTube-Gemeinde vor. Hier zeige ich euch jetzt mein Lenkrad, um ein paar Beispiele jetzt zu nennen. Zum Beispiel hier ist der Knopf, den drücke ich, um das KERS zu aktivieren, also um die extra Beschleunigung zu kriegen. Hier ist mein Getränkknopf. Da wird dann so eine kleine Pumpe aktiviert und dann kriege ich mein Getränk. Hier ist Boxenstopp Limiter, also diese 100 km/h. Hier habe ich meine ganzen Differentialknöpfe, da kann ich die Balance des Autos sehr beeinflussen, die ganzen grünen. Radio, Heckflügel, wieder Differential. Also wie Sie sehen, extrem kompliziert. Und das war es auch noch nicht. Ich habe euch jetzt die Hinterseite nicht gezeigt. Da sind auch noch ein paar Knöpfe, aber die bleibt jetzt mein Geheimnis. Die Stelle von Michael Schumacher übernimmt ab jetzt Lewis Hamilton. Partner im Team, aber Rivale auf der Rennbahn. Härter hätte es für Rosberg kaum kommen können. Wieder ein Superstar, ein Weltmeister. Wo immer Lewis Hamilton auftaucht, wird es spektakulär. Mit 23 jüngster WM-Champion, Rennbahnrüpel und Jet-Set-Ikone. Nico Rosberg gewinnt 2013 zwar die Rennen in Monaco und Silverstone, doch intern verliert er. Hamilton wird am Ende Vierter, Rosberg Sechster. Die größte Lehre ist, dass Versagen die größten Chancen sind in unserem Leben, um zu wachsen, um besser zu werden, größer zu werden, uns zu steigern. Das ist die größte Lehre. Und das habe ich. Ich habe 10 Jahre lang Philosophie und Psychologie studiert mit einem Psychologen. Und das hat mir so viel gegeben fürs Leben, gerade auch dann in den Momenten, um zu verstehen: Hey Nico, das ist eigentlich was Gutes, gerade dieses Versagen. Zurück in die Schaltzentrale des Rosberg-Universums nach Monaco. Der 34-Jährige kennt sich aus. Beim Filmen greift er auch selbst zur Kamera und kein Clip geht online ohne sein Okay. Das ist ja Cinematography, das ist cool. Ja. Schwierig auch, sehr, sehr schwierig, oder? Ja. Nicht so einfach, ne? Das ist nicht so einfach. Ich glaube, das kannst du am besten sagen. Du hast ja auch mal probiert, oder? Ich habe es probiert, ich habe aber auch ganz in Ordnung hinbekommen. Ich wollte es sagen, ja. Der Julian hat schon Angst gehabt um deinen Job, als er das Footage dann bekommen hat. Genau. Gerade bearbeitet das Team Videomaterial aus Berlin, das beim Green Tech Festival entstand. Wie gesagt, Musik, ich finde die Musik eigentlich ganz cool, weil die macht so ein bisschen das episch. Weil du meintest, okay, Das ist zu spannungs- oder zu dramatisch. Ja, ja. Starte mal bitte. Song von Bastille introducen. Wer hat das übrigens gemacht, dieses Reingehen da in die Tür mit den Mädels? Ich oder Martin. Warum? Super. Ja. Das ist der schönste Shot. In die Veranstaltung hat er viel investiert. Nicht nur Geld und Zeit. For our planet together.
Welcome to the inaugural Green Tech Festival. This is a roadmap to how... Green Tech Festival war ein Riesenerfolg, also da bin ich sehr, sehr stolz drauf und habe mich auch sehr, sehr gefreut, weil das war nicht so unbedingt die ganze Zeit zu erwarten. Manchmal war es echt so auf Messerschneide, wie erfolgreich wird das jetzt, aber dann am Ende voll durch die Decke gegangen, also echt klasse. Und das ist aber das Problem, dass ich dachte, okay, Sonntagabend nach dem Festival ist Urlaub. Aber dem war gar nicht so, denn gerade danach ist schon wieder die Phase, die ist so wichtig, dass man dann, das heißt, das ist Postloading, heißt das, dass man an alle ein Dankeschön rausschreibt, dass man an alle den Erfolg nochmal darstellt, Videos schickt und so weiter, weil man muss ja alle nochmal mitnehmen auf die Reise dann auch fürs nächste Jahr. Und das war dann schon sehr intensiv wieder und damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, weil ich bin jetzt das erste Mal, habe ich jetzt so ein Festival mitgestaltet. Und das wusste ich nicht. 4 Wochen zuvor in Berlin. Seit seinem Rücktritt vom Rennsport ist Nico Rosberg nicht nur geschäftig, sondern auch gut im Geschäft. Auf dem Tempelhofer Flugfeld findet an diesem Wochenende das Formel-E-Rennen statt. Im Hangar davor das Green Tech Festival. Sich neu zu erfinden ist sehr, sehr schwierig, weil wir sind da in unserer Norm drin. Wir haben unser ganzes Leben darum gebaut, um unseren Job oder in meinem Fall um das Formel 1 fahren, dann das nächste Rennen gewinnen und auf einmal fällt es komplett weg und ich hatte null Plan, also ich musste komplett eine neue Richtung auch suchen. Bei dem 3-tägigen Event dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Es ist das große Thema, mit dem sich Rosberg neu positionieren will. Für die Veranstaltung wirbt er nicht nur mit seinem Namen, sondern engagiert sich auch finanziell. Ich bin hier Co-Gründer, also einer von den 3 Gründern. Ich bin auch in dem Ideenprozess voll dabei gewesen. Zu dritt haben wir mit der Idee gestartet, überhaupt so ein Event zu machen, weil es sowas nicht gibt und es da eine Riesenchance gibt. Und ich bin selber, ich besitze einen Teil der Formel E. Und gerade so ist die Partnerschaft dann auch entstanden. Wir haben gesagt, okay, komm, wir machen alles rund um das Formel-E-Rennen hier in Berlin, weil da ist eine Riesenmöglichkeit. Es sind so viele Fans, die auch sowieso schon beim Formel-E-Rennen da sind, die sich für sowas auch mega interessieren würden. Und das hat einfach voll Sinn gemacht, wo das für alle auf einmal relevant ist. Alle fangen an, sich dafür zu interessieren, für diese Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir da den Event daraus. Und in meinem Alltag ist das so, dass ich ein Team von 3 Leuten aufgebaut habe, rund um mich rum, in meinem Büro in Monaco, nur für dieses Festival. Tagtäglich sind die Vollgas von morgens bis abends damit beschäftigt. Und ich selber war dann jede Woche in Berlin im Headquarter, also extrem involviert. Und das hat jetzt die letzten 6 Monate wahrscheinlich 70% meiner Tage jeden Tag genommen. Also riesen Energie. Aber ich darf mich echt nicht beschweren, weil das Team hat noch mehr reingesteckt. Also die gehen alle am Zahnfleisch. Die Veranstaltung ist eine Art grüne Woche für Hightech-Innovationen aus dem Bereich der Mobilität. Einen Tag vor Beginn laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und nach Plan. Im Grunde haben wir jetzt keine Notsituation irgendwo und deswegen ist jetzt relativ im grünen Bereich alles und das ist echt schön. Bisschen überraschend auch, muss ich sagen. Aber kann ja noch anders kommen, aber momentan ist okay. Und mein Tag, ein bisschen durcheinander, einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen rumhängen hier da was machen, mit euch mal sprechen, dann ein paar Exhibitor noch treffen jetzt vor dem Event und so weiter. Neben neuen Investitionen laufen auch alte Werbeverträge weiter. Für einen deutschen Textilkonzern ist er seit Jahren Markenbotschafter. Ebenso wie für den zweitgrößten Brauereikonzern der Welt. Er wirbt für Luxusuhren, eine Hotelgruppe und die Bahn. Seine Firmenbeteiligungen sind breit gestreut. Die Formel E, eine Navigations-App, Ladestationen für E-Autos, Social-Media-Marketing oder E-Roller gehören zu seinem Portfolio, das er selbst zusammengestellt hat. Ich war mein eigener Manager und ich war meine eigenen Anlagen gemacht mit meinem Geld. Weil auch das ist dann eine Herausforderung. Natürlich eine riesen glückliche Herausforderung, aber auch das ist eine Herausforderung mit dem Ganzen, was ich jetzt mir erspart habe vom Rennsport, wo wir natürlich unglaublich viel verdienen. Das jetzt so anzulegen, dass die Kinder von meinen Kindern davon dann noch profitieren können. In der gleichen Art und Weise, wie wir jetzt davon profitieren. Das ist mein großes Lebensziel auch. Und das ist so sauschwierig. Boah, das ist eine Herausforderung. Und da habe ich fast Mitgefühl auch für alle anderen Sportler, die auf einmal aufhören. Weil das ist so schwierig. Und dann
so viele Leute sind da startklar, um einen übers Ohr zu hauen mit dem ganzen Geld. Und so viele Fehler können da so einfach passieren. Weil was machst du damit? Wenn ich es in die Bank tue jetzt gerade, die verlangen dann 0,6% von mir, dafür, dass ich das Geld da hinlege. Das ist ja also schon mal das beste Beispiel. Also, boah, was da für ein Druck entsteht, dass du dann was Sinnvolles damit machst. Das ist echt unglaublich schwierig, gerade in der heutigen Welt da draußen. Der Motorsport mit der Formel 1 als Speerspitze ist eine männerdominierte Branche. Laut, schnell und in puncto Nachhaltigkeit für viele ein Auslaufmodell. Dass sich Nico Rosberg als Champion jetzt ausgerechnet für dieses Thema einsetzt, ist für ihn kein Widerspruch. Die Formel 1 denkt schon sehr über die Nachhaltigkeit auch drüber nach, weil es sind ganz, ganz kleine Turbomotoren, die eine Riesenleistung bringen. Und Hybridmotoren sind das auch, mit einer riesen Batterie drin. Also das ist enorm, was diese Motoren an Effizienz daher bringen. 2014 startet die Formel 1 in eine neue Ära mit kleineren Motoren, Hybridtechnik und einem geänderten Regelwerk. Die neuen Boliden klingen anders. Und sie müssen auch anders gefahren werden. Mit dem Turbo und dem Hybrid-Gas-Paket ist der Motor richtig stark. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man ihn selbst fährt. All das ist die richtige Technologie für die Straßenautos von morgen. Der Sport geht damit in die richtige Richtung. Es ist einer der größten technischen Umbrüche in der Formel-1-Geschichte, der die Sebastian-Vettel-Ära im Rennzirkus beenden wird. Die Silberpfeile holen 2014 mit den neuen Autos auf. Regelmäßig stehen Rosberg und Hamilton auf dem Podium, oft auch ganz oben. In Sochi, schon drei Rennen vor Ende der Saison, steht fest, Mercedes gewinnt zum ersten Mal die Konstrukteursweltmeisterschaft. It really has been a long, long time coming, because since you know we started this project in the beginning of 2010, which is now 5 years ago, whatever, and some very, very difficult times along the way, and it's taken much longer than I would have thought, you know. And but finally we're there, and everybody deserves it so much, you know, and that makes me really happy. Bis zum letzten Rennen ist offen, welcher Silberpfeil den Titel holt. Am Ende siegt der Engländer. Der zweite Platz, das fühlt sich in dem Moment an, als wenn man der komplette Loser und ist komplett Letzter, obwohl man eigentlich Zweiter ist. Aber das ist einfach so der komplette Untergang gefühlt, weil man da alles dafür gibt und es gucken nur alle auf diese zwei. Und wenn man da der Zweite ist, dann so. Und es war schon sehr, sehr dunkel dann. Zum Saisonstart 2015 ist Mercedes der große Favorit. Das interne Duell der beiden Piloten, Rosberg gegen Hamilton oder Vernunft gegen Verwegenheit, geht in die dritte Runde. I think you can never let yourself get too excited or carried away with it, because then you believe you're in hype. So I don't. I want to win again. I'm just as hungry as I was when I started. Yeah, this year is the rematch, you know, and I'm really looking forward to it. It's another opportunity. Rosberg kämpft den gleichen Kampf wie im Jahr zuvor. Nur der Ton zwischen den Rivalen verschärft sich. Am Ende gewinnt Lewis Hamilton seinen dritten Weltmeistertitel. Nico Rosberg bleibt wieder nur der zweite Platz. Ein mentaler Super-GAU. Ich bin nie diese Person gewesen, die großes Selbstvertrauen hat. Also immer Zweifel, kann ich überhaupt den Lewis jetzt schlagen? Das ist eigentlich eine Maschine, ist ja gar kein Mensch. Geht das überhaupt? Das hat das gleiche Auto wie ich. Oder kann ich wirklich Weltmeister werden? Ich bin die ganze Zeit nur am Verlieren gegen den. Geht das überhaupt noch? Das sind alles diese Zweifel, die ich dann auch habe. Und gerade wenn man dann so intensiv mit etwas beschäftigt ist, dann man verliert dann auch einfach die Realität teilweise. Das wird das Wichtigste auf der ganzen Welt. Alles andere ist dann aus der Familie, alles andere ist zweitrangig. Und wenn man dann gerade in dem wichtigsten Ding verliert, dann ist es so, man ist der komplette Loser gefühlt teilweise. Und das ist, und dann, wenn dann 100 Millionen Menschen einem das auch noch sagen und Mitgefühl und Mitleid haben und einem das zeigen, das multipliziert das Ganze ja nochmal. Berlin-Tempelhof, Ende Mai 2019. Countdown für das Green Tech Festival. Hello there everybody and welcome to the Green Tech Festival. 1, 2, 3, Zur Veranstaltung gehört auch eine Umweltkonferenz, bei der Nico Rosbergs Bühnenpräsenz gefragt ist. Diese Rolle liegt ihm,
Aber das war nicht immer so. Ich bin das Gegenteil von einem Bühnenmensch. Ich konnte früher in der Schule noch nicht mal einen Vortrag halten vor meinen 12 Freunden und Schülerkollegen. Ging nicht. Das war unmöglich. Da habe ich, glaube ich, eine Woche vorher schon gezittert. Das ging gar nicht. Aber wie wir wissen, wenn wir uns immer wieder in diese unangenehmen Situationen reinbegeben, dann lernen wir als Menschen und wir steigern uns. Und jetzt habe ich es halt wirklich 1773 Mal schon gemacht in meinem Leben. Und dann wird es ein bisschen einfacher. Und somit bin ich dann nicht ganz so nervös, aber ich werde mir trotzdem fast in die Hüten machen. Aber mal schauen. Auf seinem Elektroroller, den Blick in die Zukunft gerichtet, geht es zu einem der Highlights der Ausstellung. Der Volocopter ist das erste bemannte, vollelektrische Flugtaxi. Überall und für jeden kann damit Fliegen möglich sein. Und Rosberg ist sicher. Wow. And this is like, this is not in 10 years time, it's next year that we'll be able to fly in this. Visionen brauchen Zuversicht. Bei allem, was der Ex-Weltmeister vorantreibt, das Interesse der Medien ist ungebrochen und die Vergangenheit der Schlüssel für alles Kommende. Mein Erfolg von der Formel 1 ist ein riesen Türöffner jetzt für die Zukunft auch. Und da bin ich so dankbar. Das ist so eine Chance, die ich auch nutzen möchte. Gerade und egal in welchen Bereich ich gehe, auch wenn ich jetzt von Formel 1 zu diesen nachhaltigen Technologien gehe, auch in dem Bereich habe ich die Chance, Menschen dafür viel einfacher zu begeistern, dank meiner Vergangenheit, dank der Formel 1. Und das ist halt echt klasse. Und das hat auch einen riesen Anteil dann an dem Event, was wir jetzt hier hingestellt haben. Zurück nach Monaco. Die Familienjacht der Rosbergs ist lange verkauft. Ein kleines Boot auf Ibiza hat er noch. Zeit zum Entspannen gerade weniger. Hollywood-Star Jessica Alba ist in der Stadt. Nico Rosberg hat sie um ein Interview für seinen Podcast gebeten. Der Manager hat mir jetzt gerade geschrieben. Jetzt habe ich keine Batterie mehr. Mist, jetzt muss ich das... Der Manager hat gerade geschrieben, wie lange, was passiert, wird sie dafür bezahlt? Also der Manager fragt mich jetzt gerade, ob ich dafür bezahle, dass sie auf meinen Podcast kommt. Ja, ja. Wenn sich zwei Stars miteinander verabreden, kann es kompliziert werden. Das Handyproblem löst der Mitarbeiter. Boah, Jessica Alba noch auf dem Podcast, ey. Lecco Fazio. Als wenn seine vielen neuen Rollen noch nicht genug wären, betreibt er auch noch einen eigenen Podcast. Die Organisation übernimmt die Mannschaft im Office. So it must have been on the Green Tech Festival email, I have no idea. Wenn jetzt der Manager von Jessica Alba mir 10 Fragen stellt, dann brauche ich Hilfe. Weil wenn ich das auch noch alles beantworten müsste, dann wäre es ein bisschen eng mit der Zeit. Welcome to my first podcast. So we came up with a name and we said Beyond Victory. Nico Rosberg geht es darum, was nach dem großen Erfolg kommt. In Interviews stehen Prominente, zumeist aus der Motorsportbranche, Rede und Antwort. Hi Toto, thank you so much for taking the time. How are you doing? Fine, thank you for having me. It's been a long time since, actually it's not been a long time. I've been in Monaco 2 weeks ago. As a junior coming up, and seeing like the Red Bull painted cars, like they were the targets, they were the ones to be a part of or to beat, and so that was my target. Nobody in the team see the attitude of Michael before with any driver. It was a completely new game. And your relationship with him in years? Super. Okay, over and out from Beyond Victory. Thanks a lot. Bye bye everybody. Adios. Doch nicht jeder, den er anfragt, macht auch mit. Ich frage 100 Mal nach und dann 20 sagen dann, okay, klar, ohne Ende abgeblitzt. Wo war ich jetzt zuletzt mal? Oh Mann, wer hat abgeblitzt? Ach, Boris Becker sogar. aber der hat jetzt nicht gesagt nein, er hat gesagt, ah, mal schauen, irgendwann mal. Oder Philipp Lahm auch, habe ich gefragt. Der hatte dann gerade einen gemacht für die Bild-Zeitung. Oder Klitschko. Also, aber das ist ja auch verständlich, klar. Wir haben auch manchmal Besseres zu tun. Aber ich versuche dann immer wieder und mit der Zeit. Dass sich Hartnäckigkeit lohnt, zeigt sich auch 2016. Nico Rosberg verlängert seinen Vertrag. Und der Krieg der Sterne geht weiter. Besonderer Moment natürlich auch für mich, jetzt nochmal 2 Jahre mit meinem Traumteam zu verlängern. Vielen Dank für deine Unterstützung auch und Dieter und Niki natürlich auch und allen anderen. Freue mich drauf. Traumpartner, quasi.
Mit der Kündigung schon nach einem Jahr verzichtet er auf mehr als 50 Millionen Euro. Da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Gar nicht. Das kam gar nicht in meinem Gedanken, in dem Entscheidungsprozess. Das war völlig wurscht, weil ich einfach auch das Glück habe, dass ich schon so viel verdient habe, dass ich da drüber hin, über den Punkt weg bin, dass ich mir Sorgen machen muss um finanzielle Sachen im Leben. Und das ist natürlich ein Riesenglück und ein Riesen, was wenige natürlich haben. Und dessen bin ich mir sehr bewusst. Und deswegen war auch dann Geld überhaupt gar kein Thema, weil ob man dann ein bisschen mehr oder weniger hat in dem Bereich, macht dann auch keinen Unterschied. 2016 geht Hamilton als großer Favorit in die Saison. Und Rosberg droht das Schicksal des ewigen Vize. Niemand ahnt, was wirklich in ihm vorgeht, als er auf YouTube die neue Ausrüstung präsentiert. So here today filming for the new team kit and all that. And in between just show you a bit of my new kit for the racing season. Rosberg diszipliniert sich noch mehr. Setzt sich intensiver als je zuvor mit dem Wagen und kleinsten Details auseinander. Der Handschuh ist ja ultra leicht gebaut, weil jedes Gramm zählt. Und dann hatten wir so eine Naht. Für die Leichtigkeit musste die Naht da sein, für Stabilität, dass der Handschuh nicht reißt. Und die Naht war halt voll auf dem Finger drauf, war dünn, aber trotzdem auf dem Finger, zwischen Finger und Kupplung. Und das hat uns halt immer ein bisschen Gefühl genommen. Und ich habe alles der Welt immer hinterfragt und daher auch diese Naht. Und dann habe ich mit dem Handschuhhersteller, haben wir da kreativ, obwohl erst, nee, nicht möglich. Da haben wir dann doch einen Weg gefunden, diese Naht wegzuschieben auf die Seite. Somit habe ich dann viel mehr Gefühl gehabt auf der Kupplung und habe dann 5 Bombenstarts gehabt. Und der Lewis ist halt erst 5 Rennen später drauf gekommen. Und so fährt Rosberg gleich zu Beginn der Saison seinem Gegner davon. Lewis Hamilton holt 2016 zwar die meisten Pole Positions und Siege, doch das nützt ihm am Ende wenig. Nico Rosberg lässt sich nicht ein weiteres Mal ausbremsen. Beim letzten Rennen in Abu Dhabi wird er Weltmeister, macht Schluss und beginnt neu. Formel 1 war nie mein Endpunkt. Es war immer so ein Schritt in meinem Weg, in meinem Lebenswerk, möchte ich es nennen, für mich. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt da aufhöre, dann erstmal ist das die schönste Erinnerung, die ich überhaupt haben kann, weil das war der Zenit für mich. Und es war ein perfektes Sprungbrett, um jetzt in mein nächstes Leben reinzustarten und das auch auszunutzen, um da mehr Gutes zu tun und auch mehr Erfolg zu haben. Formel 1 Champions gibt es viele. Doch so konsequent wie Nico Rosberg hat noch niemand den Abgang aus dem Rennzirkus gemeistert.